Jason Ammons. Wunderbar, danke schön, ist gut. Ich bedanke mich bei meinen Zuschauern hier in Berlin. Guten Abend auch zu Hause. Es ist ein völlig neues Hitparadengefühl für mich. Ist toll, mal um 8. Ich darf endlich mal länger aufbleiben. Guten Abend auch zu Hause. Schön, dass Sie durchgehalten haben. Und ich weiß, jetzt über 8 Uhr, ich wollte endlich mal gegen die Tagesschau senden. Da überlegen jetzt viele, schalte ich um zur Tagesschau oder schalte ich nicht um zur Tagesschau. Also bleiben Sie bei uns. Wir haben eben reingeguckt, ist nichts Besonderes. Der Kollege sieht gut aus, hat ein blaues Jackett an und Krawatte mit Streifen, gut gekämmt und hat vor 20 Sekunden guten Abend gesagt, dem schließe ich mich an. Und jetzt können Sie bei uns bleiben, jetzt wissen Sie alles. Es ist... Bei uns wird auch besser gesungen. Die Hitparade im zweiten Teil mit Titeln, die Sie mittels Ihrer Kreuzchen bestimmt haben in 4 aus 8. Im ersten Teil Titel, die große Hits geworden sind. Und es ist heute wieder interessant zu sehen, der Geschmack derer, die auf die Postämter gegangen sind und die Kreuze gemacht haben, also 4 aus 8 entschieden haben, und der Musikgeschmack derer, die zum Beispiel Schallplatten gekauft haben oder der Kollegen bei Funk und Fernsehen, die Musik programmiert haben, denn das zählt auch laut Media Control. Und nun geht's los. Die 3 Hits des Monats. Zum ersten Mal bei uns Mephisto in der Hitparade. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Goethe, nein. Mysterious Arts. Das Omen, Teil 1.